Das gibt's doch nicht, ey! Hallo meine lieben Leute, euer Blue X mal wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online mit euren Leveln und wir beginnen heute mit dem Level von Zurix und er hat das Level gebaut, Mario's and Yoshi Cannon Fun und ja, da bin ich gespannt und das ist ein Level, wo man sich kaum bewegen kann und ich habe schon die erste Münze verpasst. Alles klar, die Red Coins sind auf jeden Fall Bonus und nur für einen Speedrun da, weil man durch sie etwas überspringen kann. Okay, gut, ja, dann sammle ich sie nicht ein und... Oh, da stirbt man auch. Okay, das ist gemein. Und ich denke, das ist so ein Helping Hand Level, oder? So ein bisschen. Das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Also Spaß macht dieses Level nicht, ne? Wie der Titel mir suggeriert. Nicht Spaß, natürlich. Also das Level macht mir natürlich Spaß, ne? Nicht, dass jetzt einige wieder sagen, oh, der hat keinen Spaß an dem Level. Nee. Okay. So, schauen wir mal. Ne, vielleicht wird das Level mich noch aufregen. Aber es ist eine coole Idee hier, ne, dass der Yoshi hier so durchkommt und... Nein! Okay, das war ein Fehler. Scheiße, jetzt hätte ich noch gucken können, ob ich den Panzer noch schlucken muss oder nicht. Und okay, die Münzen, ich weiß nicht, die erste sammle ich jetzt mal nicht ein, weil ich werde sowieso ein paar Mal noch abkratzen. Definitiv und oh mein Gott, okay. Aber das habe ich so, dieses Level-System habe ich so noch nicht in dieser Form gesehen und ich habe den Koopa nicht erwischt. Und den brauche ich, oder? Brauche ich den Koopa überhaupt? Ich glaube, den brauche ich gar nicht, ne? Nö. Ich lasse den jetzt einfach mal. Ich lasse den einfach mal und das ist ein Checkpoint. Okay. Und egal. Ich habe den Checkpoint erwischt. Und ich glaube, Yoshi, ja, der wurde gerade gequetscht, aber das haben wir nicht gesehen. Nee, denn Mario-Spiele sind ja FSK 0, ne? Da sieht man sowas nicht. Nee, und ouch! Okay, ich drücke nicht auf Neustart, auch wenn ich hier so leicht getriggert bin, auf Neustart zu drücken. Nein, hier mache ich das nicht. Und dann gucken wir mal, was hier so jetzt abgeht. Okay, so nehmen wir den Yoshi wieder mit. Und es ist ziemlich cool, dass der Yoshi hier so mitkommt. Und da, ja genau, da pressen wir uns durch. Und da kann man theoretisch mit der Zunge die rote Münze schlucken. Aber egal, das brauchen wir nicht. Okay. Und was zur Hölle? Ich habe jetzt auf den Goomba da geachtet, weil der ist doch nicht ohne Grund da, oder? Oder ist der ohne Grund da, der Goomba? Hat der einen Schlüssel? Das kann sein, ne? Okay, wenn ich irgendwann nochmal einen Schlüssel brauche, dann werde ich mal gucken. Aber eventuell nicht und... Oh mein Gott, ich hasse Panzer. Okay, alles klar. Und wow, pass auf die Münzen auf. Ja, anscheinend, keine Ahnung. Oh nein, das geht gar nicht. Okay, egal, passt. Und lass dich nicht quetschen. Okay. Auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Genau. Und da ist wieder ein Checkpoint. Und ich würde sagen, egal was passiert, wir nehmen den einfach mal. Ja, man muss ja das Level von hier aus abschließen können. Okay. Und ein Bowser Jr. Kampf. Okay, wie soll das denn gehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, gut. Knapp. Und, ouch. Warte, kann man den mit dem Feuer besiegen? Oder, nee, den Panzer kriege ich da nicht raus. Aber mit dem Feuer sollte ich ihn bezwingen können. Ja. Und zählt das als ein Treffer? Das kann sein und... Nee, der ist sowieso tot. Okay, gut. Ja, wenn er sowieso stirbt, dann passt das ja alles. Und hier, ja, hat man quasi den Beweis, dass man den Yoshi noch hat. Okay, gut. Und ich denke mal, den Bosskampf konnte man skippen. Mit den roten Münzen. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, war eine coole Idee. Nice. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch so noch nie gesehen. Natürlich so das Prinzip, dass man so eingesperrt ist, das hat man schon gesehen. Aber dass man sich quasi den Yoshi oder den Helfer quasi mitnimmt, das war mir neu. Und ja, cooles Level. Gut gemacht. Und wir machen weiter mit dem nächsten Level. Bis gleich. Okay, und dann spielen wir das Level hier. Mario vs. Bowser Cave Edition. Und von dem guten Kai. Und Mario wurde von Bowser in seine Höhle gelockt und muss aus dieser wieder entkommen. Und es ist sein neuestes Level. Inzwischen hat er auch noch andere gebaut gehabt. Leider wurde das Level, was er mir eingesendet hatte, gelöscht. Okay. Oder, ja, würde mich diesmal sehr über einen Abschluss freuen. Ja, wurde das Level jetzt von Nintendo gelöscht? Oder habe ich das nicht abgeschlossen? Das weiß ich nicht. Das geht jetzt nicht so wirklich daraus hervor. Aber ich kann ja immer nur sagen, hey, wenn mir ein Level anfängt, keinen Spaß zu machen oder wenn ich zu lange brauche, um wieder dahin zu spielen, dann gehe ich am liebsten schon in den Baumeister-Modus. Und letzten Endes habe ich dann damit mehr Spaß. Und als mich irgendwie krampfhaft ja, durch ein Level da zu quälen, ne? Was halt dann keinen Spaß macht. Ja. Mir hat dann jemand in die Kommentare geschrieben, hey, du musst mehr ragen, dann bekommst du auch mehr Abos und mehr Views. Aber nee, das ist doch bescheuert. Ja, natürlich würde ich dann mehr ragen, ne? Wenn ich
wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich hier das immer wieder probieren würde. Okay, ne, kurzfristig wäre das vielleicht sogar ganz cool. Aber langfristig gesehen würde mir Mario Maker dann keinen Spaß mehr machen, weil ich mich halt wirklich durch die Level quäle. Und das muss ja nicht sein und... Oh mein Gott. Und ich finde, ich rage genug, ne? Ich rage genug. Aber okay, ne? Man muss ja... Ich lese ja alle Kommentare, ne? Und wenn jemand irgendwas sagt, ne? Dann kann man darauf eingehen. Aber man muss ja das dann nicht so umsetzen, ne? Okay. Aber ich lese die Kommentare ja. Und, ja, auch so eine Ausnahmekritik oder so, wie ich das nenne. Oder ich will das jetzt nicht als Kritik bezeichnen, eher so als Meinung, ne? Ist auch okay, ne? Kann man ja haben, ne? Aber, ja, ich mach das so, wie ich will. Und, ja, ich habe da ja schon die, weiß ich nicht, um paar 300 rum, da mehrere Parts, das besprochen, ne? Wie ich das mache und wie mir das am meisten Spaß macht. Und das ist das Wichtige. Wenn mir die Videos Spaß machen, zu produzieren, oder wenn mir das Spiel Spaß macht, ne, dann macht das doch euch auch gleichzeitig mehr Spaß, dazu zu gucken. Genau. Und da muss ich mich entsprechend nicht durchquälen. Wenn mal ein Level allerdings schwierig ist, ne, aber fordernd ist, schwierig ist, ne, aber Spaß macht, ne, auch wenn man immer wieder scheitert, ne, da gibt es ja auch viele Level, ne, die wirklich schwierig sind, wo man aber wirklich immer wieder motiviert ist, das Level trotzdem noch abzuschließen, ne, da bleibe ich halt schon am Ball, ne, in der Regel. Aber bei irgendwelchen Müllleveln oder Trashleveln, da eher nicht, ne. Da sehe ich das auch irgendwo nicht ein. Aber wenn ich sehe, okay, der Bauer hat sich da gute Gedanken gemacht, ne, dann bleibe ich da auch bei schwierigen Leveln dran. Und das hier ist eine coole Passage. Ja, und, wow, ich habe keinen Schlüssel. Wo kriege ich den Schlüssel her? Hä? Okay. Brauche ich irgendwo Bowser? Ich weiß nicht. Das ist leicht komisch. Habe ich was verpasst? Hier kann ich noch Blöcke öffnen, okay. Aber ansonsten kann ich keinen Block mehr öffnen. Okay, ich habe, glaube ich, einen Schlüssel verpasst, ne? Okay. Alles klar? Ja, das war heute jetzt wieder mal so ein spontanes Thema, ne? Was ich nochmal angesprochen habe. Aber kann man ja durchaus mal machen. Und, oh, ich muss hier den Bowser töten, okay. Da war jetzt der Levelverlauf nicht so ganz klar. Und ich denke, dass ich unendlich viele Feuerblumen kriege. Ja, okay, gut, passt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns an der Schlüsseltür wieder. Dann, ja, nochmal den Weg. Will ja keiner sehen, ne? Bis gleich. Oh nein! Oh nein! Was ist das denn? Scheiße, okay, das ist hardcore ärgerlich. Das hat keiner gesehen. Aber ich lasse es drin, ich lasse es drin. Scheiße, Mann! Okay, sowas ärgert mich. Aber zum Glück war da der Checkpoint, okay. Wenn der Checkpoint da nicht gewesen wäre, oh mein Gott. Das wäre fies gewesen. Okay, bis gleich. Und ich hoffe, ich falle da nicht mehr rein. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist das für eine Stelle hier? Oh Mann. Okay. Okay, alles klar. So, ja, man ist da geneigt, da runter zu springen und sich dann nicht mehr da festzuhalten. Das ist sehr, sehr gemein. Aber okay, das haben wir gut geschafft. Und, ach, hier ist so ein Ziel. Ach, nö. Okay, da habe ich jetzt eigentlich schon noch irgendwas erwartet. Oh mein Gott, ja, okay. Kriegen wir noch ein Love. Alles klar. Und ich hoffe, ihr liebt mich auch, ne? Oh Gott. Cringe. Alles klar. Ja, ihr mögt mich, ne? Ihr mögt mich, ne? Wir müssen ja nicht von Liebe sprechen, aber ihr mögt mich. Und den Cute Blue. Ja, und den Daumen nach oben. Okay, und wir sehen uns im nächsten Level wieder. Bis gleich. Okay, und dann spielen wir das Level noch. Hat noch keiner geschafft. 4 Leute haben es versucht. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Bowsers Wasserschloss. Und es spielt sich teils im Wasser ab und teils in der Festung. Okay. Das Level ist im Super Mario Works World Style gehalten. Alles klar. Dann gucken wir mal, was wir hier so schaffen. Und das ist die Fortsetzung zu seinem vorherigen Level. Ja, da können wir uns leider nicht mehr dran erinnern. Ich zumindest nicht. Ihr wahrscheinlich noch weniger. Und ja... Der Finsterstern ist kurz vor dem Erwachen und Mario hat erfahren, dass Luigi und Paper Mario in einen von 3 Festungen vom Bowser gefangen gehalten werden. Wenn Mario sich auf die Reise begibt, hilft Krankfried den Finsterstern. Auch Mario, seinem Bruder und... Oh mein Gott. Ich muss noch weiter runter scrollen. Und sein Ebenbild aus Papier retten konnte mit Blues Hilfe. Das werdet ihr nächsten Monat erfahren. Okay, alles klar.
Ja, wenn ich vorlese, dann gucke ich meistens nicht so auf den Inhalt. Beziehungsweise, wenn ich in der Schule irgendwie Geschichten vorlesen musste, ne, dann habe ich es gehasst, wenn ich dazu direkt eine Frage bekommen habe, weil ich konzentriere mich dann immer aufs Vorlesen und nicht auf irgendwelche Inhaltsangaben, ne, gerade wenn es halt irgendeine Story ist. Und ja, ich denke mal, euch geht's da ähnlich. Aber ich hoffe, ihr habt's verstanden, die Story, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kann ich das nicht so ganz zuordnen. Ich hab mal, ne, in der letzten Einsendung, glaube ich, schon so ein Paper Mario Level gespielt, ne? Aber ich kann mich daran nicht mehr so wirklich erinnern. Und hier muss man klein werden, das ist gemein. Und hier musste man sogar groß sein, ne? Oder? Na, ich weiß nicht. Egal. Passt schon. Ich versuche auf jeden Fall nicht mehr klein zu werden. Und ja. So. Und ach du Scheiße, okay. Ha, da versucht das und wird direkt wieder klein. Und ich habe das Gefühl, das ist ein längeres Level. Oh mein Gott. Das mag ich ja eigentlich nicht so gerne, ne? So ein längeres Level, ne? Wenn schon der Part ein paar Minuten geht. Okay. Okay. Den Weg schneide ich jetzt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und dann schauen wir mal. Das hier ist durchaus nicht ganz so einfach. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die Coins hier alle brauche. Und das hier ist wirklich nicht einfach. Auch hier, hier hat man auch einen Nachteil, wenn man groß ist. Okay. Das ist gemein. Aber okay, gut. Ich will eigentlich nicht kleiner werden. Nee. Ich bleib schon lieber groß. Alles klar. Okay, passt. Und kommt jetzt noch eine Challenge, wo man klein einen Vorteil hat. Ich hoffe nicht. Aber sieht fast so aus, oder? Ich muss da oben lang, ne? Ich muss da oben lang. Ja, und man braucht die Münzen natürlich. Okay. Das ist gemein. Und es gab halt keinen Checkpoint vorher, ne? Das kommt auch noch dazu, aber wenn ich hier so geduckt bleibe, dann passt das, ja. Okay. Gut. Jetzt muss ich nur auf den Block kommen und ich bin auf dem falschen. So. Jetzt muss das passen. Ja, komm. Ey, also das ist... Das ist gemein. Das ist ein gemeines Level hier. Oder eine gemeine Stelle, sage ich jetzt mal. Das geht doch kaum. Ja, toll. Jetzt probiere ich es klein. Und man hat auch hier keinen Checkpoint, ne? Und ich glaube, das war auch dann die Stelle, wo die meisten Leute aufgegeben haben, weil, keine Ahnung. Das finde ich, das ist eine blöde Stelle, tatsächlich. Die macht auch keinen Spaß. Nee. Also ich habe ja nichts gegen so eine Challenge, aber nee, das macht leider hier keinen Spaß. Und ich würde auch sagen, ich gehe hier in den Baumeistermodus. Vielleicht ist da ja ein unsichtbarer Block auch noch. Das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Mal schauen. Bis gleich. So. Und ja, da ist ein unsichtbarer Block. Aber bringt der mir was? Eine Feder. Oh, genau sowas mag ich nicht. Das ist leider schlecht. Das ist leider schlecht. Und dann kommt da der Checkpoint. Ja. Entsprechend war es gut, dass ich in den Baumeistermodus gegangen bin. Ne? Und mich hier nicht durchgequält habe, weil ich hier halt jetzt genau gespürt habe, okay, da ist wahrscheinlich ein unsichtbarer Block. Und in dem Fall war es halt wieder so, leider. Ne? Also Ghostendo, bitte beim nächsten Mal, mach das bitte nicht mehr. Das ist nicht gut, das ist leider nicht gut. Ah, okay, kann mal passieren. Wir spielen das Level halt jetzt im Baumeistermodus zu Ende, ne? Und ich hoffe, das ist auch nachvollziehbar für die Leute. Auch für die Kritiker, ne? In Anführungsstrichen Kritiker, ne? Okay, gut. Aber ich mache mir, glaube ich, da viel zu viele Gedanken. Denn dieser Teil, dieser Kritiker-Teil, macht vielleicht, ja, nicht mal 1% meiner Zuschauer aus. Von daher sollte ich mir auf solche Kommis nicht so viele Gedanken geben. Genau, und, ups, ne, oder die sagen, hey, rage doch mal mehr. Sei doch mal bitte ein bisschen gestellter. Oder mach mal ein bisschen, stell doch mal deine Rages oder so. Also ich spiele das Spiel so, wie ich es spiele. Und ich fake nicht irgendwelche Rages, ne? Natürlich kann man ragen, das ist klar. Tue ich auch. Aber ich halte jetzt nichts davon, bewusst auszurasten, ne? Weil es dann vielleicht besser ankommen würde, ne? Ich bin ich und damit muss man klarkommen. Ja. Okay. Gut, den können wir vielleicht sogar so töten. Ja, okay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Und ja. Ja, schade eigentlich. Das Level war eigentlich bis auf diese eine Stelle, war das bisher echt gut, ne? Muss man so sagen. Oder hat mir auch gefallen, aber dieser unsichtbare Block, der hat es leider voll gerippt. Ich würde das vielleicht nochmal neu hochladen. Und
ja, dann ist das wahrscheinlich nicht mehr drin, ne? Der... das Zeug. Und... oh mein Gott, okay. So, ich habe noch eine Feuerblume. Die nutze ich auch. Okay. Oh Gott. Okay, gut, 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 gut. Ich weiß nicht, wie das hier sonst gewollt ist. Mit Yoshi? Ist es gewollt, dass man hier den Yoshi, mit dem Yoshi die einzelnen Bowser-Flammen nimmt und dann den Bowser so tötet? Wenn ja, finde ich das auch nicht so gut, weil das dauert, wenn man keine Feuerblume hat, sehr, sehr lange. Okay, aber egal, passt schon. Beziehungsweise das würde ich dann auch noch ändern, vielleicht. Und hier sind wir dann im Ziel. Okay, gut. Das war's dann auch für diesen Part. Ich bedanke mich sehr für den Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht euch noch einen schönen Tag, euer Blüxtu und ciao!